Harry Potter bedeutet mehr ein und alles. Harry Potter war schon immer meine Kindheit, meine Jugend und es ist jetzt auch mein erwachsenes Leben. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen, habe mit 11 Jahren mein erstes Harry Potter Buch in den Händen gehalten und es hat mein komplettes Leben auch wirklich verändert. Mir wurde durchaus schon öfter mal gesagt, dass ich Harry Potter oder auch Daniel Radcliffe ähnlich sehe und dem Ganzen verdanke ich auch meinen Spitznamen, Potter. Harry Potter bedeutet mir ganz viel, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich bin aufs Internat gekommen, als Harry Potter erschienen ist und ich habe dieses Buch zu meiner Einschulung auf dem Internat bekommen. Und dann konnte ich Harry so ein bisschen verstehen, wie er sich alleine in so einer neuen Welt fühlt. Und dann bin ich Jahr für Jahr mit Harry Potter aufgewachsen. Ja. Mir bedeutet Harry Potter, ich glaube, einfach alles. Mein ganzes Leben dreht sich um Harry Potter, seit ich 12 bin. Mittlerweile bin ich 27 und ja, über die Hälfte meines Lebens verbringe ich mit Harry und ja, teile alles mit ihm. Ja, ich habe schon mal eine Nacht durchgelesen. Eine oder mehrere? Mehrere. Also Harry hat irgendwie mein ganzes Leben beeinflusst. Ich habe Freunde, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Und ja, also ohne Harry wäre ich heute wirklich nicht hier, so wie ich hier bin. Für mich ist Harry Potter vor allen Dingen so wichtig, weil es ist schon mein ganzes Leben lang fast da. Ich war ganz klein, als ich angefangen habe, die Harry Potter Bücher zu lesen und bin mit der Welt und mit der Geschichte praktisch erwachsen geworden. Und es ist halt so schön, dass diese Welt so riesig ist und dass man auch als Leser sich so reinfantasieren kann und immer einen Platz findet, wo man sich dazugehörig fühlt. Oh, Harry Potter, da muss ich sofort an Harry Potter 7 denken. Das war genau der Tag, als er in England veröffentlicht wurde, als dieses kleine Mädchen das Licht der Welt erblickt hat. Ja, die Lesenacht gefällt mir sehr gut. Ich finde es toll, was hier alles auf die Beine gestellt worden ist und wie viel Liebe hier einfach drin steckt. Das ist ganz toll. Es ist irgendwie, also ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber es ist besser, als man sich vorstellen kann hier. Und so viele tolle Ideen und alles, wie es umgesetzt wird. Das ist ja, es ist sehr schön hier. Die Atmosphäre ist toll, man ist mit Freunden hier und es macht einen riesen Spaß. Und das Schönste ist halt, dass man hier ist mit Leuten, die die Liebe zu Harry Potter mit einem teilen. Also man kann sofort anfangen, Fach zu simpeln und seine Späße machen und das ist schön. Mir hat es ganz toll gefallen. Ich habe mich riesig gefreut auf den neuen Band jetzt und jetzt haben wir ihn endlich, ja. Also jede Mühe hier hat sich absolut gelohnt. Alles, was wir gemacht haben, hat geklappt. Das ist ja echt was wert. Und am allerschönsten ist es wirklich jetzt am Ende, wo alle ihre Bücher haben und so glücklich sind. Und alles hat sich einfach so sehr gelohnt. Sehr schön. War ganz toll die Lesung. Es war toll, die ganzen begeisterten Harry Potter Fans zu sehen. Und ja, hat mich wahnsinnig gefreut, dabei sein zu dürfen. Es war super überwältigend, einfach total magisch. Ich meine, wir alle warten schon seit Jahren auf unseren Hogwarts-Brief. Und es war jetzt heute ein bisschen so, als wäre es endlich wahr geworden, als wären wir nach Hogwarts gekommen. Also es war super schön und echt eine einmalige Erfahrung. Ich bin so glücklich. Es ist einfach unglaublich. Ich hätte es mir nicht schöner wünschen können. Und so viele glückliche Leser jetzt zu sehen, die mit ihrem Buch jetzt ganz schnell nach Hause laufen, um einfach mit dem Lesen beginnen zu können, das finde ich wunderbar. Lass dich verzaubern. Ab jetzt in allen Muggelbuchhandlungen.